Hey, willkommen zu einem weiteren Product 101, heute zum Thema Produktorganisation. Mir geht es heute darum, wie wir Produktteams für eine optimierte Zusammenarbeit organisieren, wie wir das bei eTribes tun. Zu diesem Thema könnte man stundenlang diskutieren und es wird immer unterschiedliche Sichtweisen geben, weil die Unternehmens- und die Teams so unterschiedlich sind. In diesem Video möchte ich einen Impuls geben, wie wir bei eTribes über Produktorganisation denken und diese strukturieren. Vielleicht kann einer von euch daraus Impulse mitnehmen oder Inspirationen mitnehmen, um sie für das eigene Unternehmen anzuwenden. Zu Beginn des Videos lasst uns über Begriffe sprechen, mit denen wir im Produktteamumfeld häufig jonglieren. Zum Thema crossfunktionale Zusammenarbeit habe ich gerade erst ein Video aufgenommen, wie wir das bei eTribes verstehen und organisieren. Das verlinke ich euch gerne in den Show Notes. Dann hört man immer wieder den Begriff Ownership. Ein Begriff, der fast schon inflationär genutzt wird und sich auch in weiteren Rollen als Product Owner zum Beispiel oder Solution Owner wiederfindet. Wir haben einen etwas anderen Blick auf Ownership, aber dazu später mehr. Das Thema Agilität ist so ein weiteres Buzzword, bei dem die Diskussion dann schnell zu Methoden wie Scrum oder Kanban weitergeht. Diese Methoden sind wichtige Grundlagen, aber man sollte sie auch nicht dogmatisch verstehen. Denn im Kern geht es darum, eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Verbesserung zu etablieren. Diese iterative Denkweise ist eines der Kernelemente für Produktteams. Aber das bedingt eben auch, vom Management ermächtigt zu sein, Entscheidungen auf Basis der Learnings treffen zu können. Genau das verstehen wir im weiteren Sinne unter dem Begriff Empowered Team oder Empowerment. Empowerment ist auch ein gutes Stichwort. Denn genau das wollen wir mit einer optimierten Organisationsstruktur für Produktteams erreichen. Bei eTribes sehen wir drei Bereiche des Empowerments für ein Produktteam. Der erste Bereich findet auf der operativen Ebene der Zusammenarbeit innerhalb des Teams statt. Wie man Informationen teilt, wie die Informationen aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden. Oder wie auch, wie man gemeinsam Themen priorisiert, die zuerst angegangen werden sollen. Hier spielen agile Methoden und das kontinuierliche Lernen und Verbessern eine große Rolle. Auf der organisatorischen Ebene schauen wir uns an, wie man übergreifend über mehrere Teams, Abteilungen, die Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten sinnvoll schneiden kann. Hier ist das Thema Ownership wiederzufinden. Um Teams überhaupt in die Lage zu versetzen, Verantwortung übernehmen zu können, sollte man den Schnitt entsprechend wählen. Diesen Bereich schauen wir uns gleich genauer an. Noch ergänzend dazu, in der dritten Ebene, dem technischen Empowerment, schaffen wir die Voraussetzungen, um am Ende auch ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern. Hier spielt Automatisierung von Prozessen, technische Verträge zwischen den Teams und Dokumentation eine wichtige Rolle. Ihr könnt euch vorstellen, in der Beratung sieht man viele Unternehmen und analysiert deren Strukturen. Dabei sieht man viele positive Beispiele, aber eben auch Dinge, die man verbessern sollte oder die andere Unternehmen besser machen. Gerade im Organisationsdesign und in der Kultur der Zusammenarbeit über mehrere Bereiche oder Abteilungen hinweg sehen wir häufig Optimierungsbedarf. An der Stelle möchte ich ansetzen und tiefer in das Thema organisatorisches Empowerment einsteigen. Wie gehen wir dabei vor? Als ein erstes Element für das Verständnis von Produktteamorganisationen nutzen wir die Unterteilung in Frontstage-Aktivitäten und Backstage-Aktivitäten. Unter Frontstage verstehen wir alle Teams, die direkten Kundenkontakt mit ihren Lösungen haben. Es sind häufig Teams rund um Website oder E-Commerce, aber auch sowas wie Customer Service Teams gehören häufig hierzu. Backstage Teams orientieren sich stärker an internen Prozessen und Tools, die dem Unternehmen dabei helfen, effizienter zusammenzuarbeiten. Das kann im E-Commerce-Kontext beispielsweise ein Team sein, das sich mit Produktdaten beschäftigt oder die Cloud-Infrastruktur managt. Diese Zuordnung ergänzen wir dann noch um Kommunikations- und Datenströme, indem wir visualisieren, welche Teams in welcher Intensität überhaupt miteinander zu tun haben oder Daten miteinander austauschen müssen. Je dicker die Verbindungslinie, umso stärker arbeiten diese Teams zusammen. Mit den erarbeiteten Wissen können wir dann diskutieren, wie eine sinnvolle Teamorganisationsstruktur aussehen kann. In der Regel macht es dazu Sinn, sich an der Journey des Kunden im Unternehmen zu orientieren. Die Customer Journey ist ein gutes Werkzeug, um darauf basierend später auch Ziele und KPIs für die Teams abzuleiten. Wir mappen in unseren Projekten die einzelnen Teams entlang der Customer Journey. In diesem Beispiel spielt die Website oder entsprechende Landing Pages des Unternehmens für den Kunden eine wesentliche Rolle zu Beginn, um die Relevanz des Angebots für den Kunden zu adressieren. Das kann zum Beispiel ein Lead über eine bezahlte Online-Anzeige sein.
Diskutieren kann man dann, ob dieses Team auch die Hoheit über das Content-Management-System in der Backstage erhalten soll. Wir nennen diese Teams gerne Experience-Teams, weil es für uns darum geht, die Experience des Kunden in der jeweiligen Phase zu verantworten. In dieser Journey geht es dann weiter in Richtung eines Shops bzw. einer Produktdetailseite zum Beispiel. Hier übernimmt ein anderes Team, das stärker auf E-Commerce-Anwendungsfälle ausgerichtet ist. In diesem E-Commerce Experience Team werden vermutlich Produktdaten und eine gute Suche entscheidende Faktoren sein, damit der Kunde das passende Produkt findet. Wir haben in diesem Beispiel auch entschieden, dass der Warenkorb als Übergabepunkt zwischen zwei E-Commerce Experience Teams sinnvoll sein kann. Sobald der Kunde die Entscheidung zum Kauf getroffen hat und zur Kasse geht, übernimmt ein zweites Team für die Kauf- und Bestellabwicklung inklusive aller E-Mails oder Nachverfolgung von Paketen und so weiter. Warum machen wir das? Wir versuchen so den sogenannten Cognitive Load auf ein verträgliches Maß zu bringen. Es geht dabei darum, die Komplexität und inhaltliche Breite innerhalb eines Teams im Rahmen zu halten und das Team nicht zu überfordern. Wichtig ist für uns, hier immer die Teams so auszustatten, dass sie Ende-zu-Ende-Verantwortung für die jeweilige Phase haben. Deshalb gehört neben den Frontstage auch die Backstage-Thematik für uns dazu, um einfach eine Verantwortung auch in den entsprechenden Systemen sicherzustellen. Um die Teams weiter zu unterstützen, kann es sinnvoll sein, weitere Teams zur Unterstützung aufzubauen. Wir nennen das Enabler-Teams, wie zum Beispiel ein Team für den Aufbau von hochwertigen Produktinformationen oder Produktdaten in einem PIM-System. Gleiches gilt aber genauso für Plattform- oder Infrastrukturteams, die den Experience-Teams dabei helfen, die technischen Themen schnell und einfach zu lösen. Das sind die Grundsätze, die wir jetzt für Produktorganisation mal in diesem Video zusammengefasst haben. Ich würde mich freuen, auch mit euch in die Diskussion dazu zu gehen, wie ihr eure Produktteams organisiert. Lasst mir dazu gerne eine Nachricht bei LinkedIn auf meinem LinkedIn-Profil zukommen oder schreibt mir auch über product@etribes.de. Bis bald!